Die Nuss der Woche Nummer 14, 2024. Cannabis-Legalisierung kommt. Es geht weiter mit der Planung vom Volksbad Nürnberg. Das Volksfest hat eröffnet. Das Volksbad ist ein Bauwerk, das den Nürnberger wie kaum ein anderes in der Stadt am Herzen liegt. Der Stadtrat hat am 21. Oktober 2020 den Plänen der Verwaltung zugestimmt und beschlossen, das Bad zu sanieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Mitte 2025 soll das Bad wieder öffnen. Vor dem Vollbad sollen neue Bäume und ein Parkbus für Busse für Schulkinder kommen. Und was auch noch kommen soll, die Barrierefreiheit. Von der U-Bahn-Station Plärrer bis zum Bad. Der Gesamtkosten für den Ausbau laufen auf ca. 2.135.000 Euro. Und die Fertigstellung soll bis Mitte 2025 sein. Kleiner April-Scherz für euch, die Leute, die irgendwie heute schon um 7 Uhr die Nuss der Woche gesehen haben. Ich habe einen kleinen Fehler eingebaut. Ab dem 1. April, ab heute, wird Cannabis in Deutschland teilweise legal. Das bedeutet, Ereignis markiert einen Wendepunkt in der Drogenpolitik. Hier sind eine wichtige Information zu Cannabis-Legalisierung. Wer darf es benutzen? Erwachsene ab 18 Jahren dürfen Cannabis konsumieren. Besitz und Anbau von Cannabis sind in begrenzter Menge erlaubt. Anbauvereinigungen erhalten ab dem 1. Juli 2024 die Möglichkeit, Cannabis anzubauen. Warum die Legalisierung trotz der bisherigen Verbot von Cannabis weit verbreitet ist? Das Ziel ist, Risiko zu begrenzen und den Schwarzmarkt mit verunreinigten Stoff zurückzutrennen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach betont jedoch, dass es trotz der Legalisierung Probleme geben wird. Eltern sollten insbesondere jüngere Erwachsene auf erhöhte Gefahren hinweisen. Was bedeutet das hier für die Polizei und Justiz? Die praktische Umsetzung der Polizei und Justiz werden umstritten. Dennoch hat die Bundesrat die Teillegalisierung von Cannabis beschlossen. Und das ist ab heute, dem 1. April 2024, erlaubt. Ihr dürft, ja. Das erste Nürnberger Volksfest veranstaltete die Bürgerschaft 1826 zu Ehre des bayerischen König Ludwig I. die Geburtsstunde und Namentag feierte. Die Attraktionen waren damals Pferde- und Hirschrennen, Sack- und Eierlaufen sowie Baumklettern.
das Fass, das Fest von den Kleihammer und den Pferdeheide statt, die später in Ludwigfeld umbenannt wurde. Im Laufe der Jahre wechselte der Volksfestmeffer den Veranstaltungsort vom Gelände heutigen Stadtpark, zog er auch das Maßfeld auf den Plärrer und an den Fütterstraße. Seit den 1953 findet er auch den Gelände am Dürzentag statt. Beim Frühling und Herbst können sie täglich bis 23 Uhr feiern. Am Wochenende sind das sogar bis 24 Uhr. Der Frühlingsvolkfest ist vom 30. März bis zum 14. April. Der Herbstfest ist vom 23. August bis zum 8. September 2024. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und hoffentlich wurde ihr nicht in den April geschickt. Damit habt noch einen rechtlichen, schönen April, 1. Apriltag. Schönen Tag. Tschüss.